Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem kleinen Rebuy-Haul. Denn ja, was macht man, wenn man ein bisschen kränkelt? Man gönnt sich neue Bücher. Ja, ihr seht schon, der Gips ist ab, aber ja, das ändert ja nichts dran, dass die Kraft noch nicht so in der rechten Hand wieder vorhanden ist. Aber ich habe einen Kaufalarm für zwei meiner Produkte bekommen plus einer Blu-ray, also zwei Bücher und einer Blu-ray, die ich auf der Liste hatte. Und ein Buch, was auf meiner Wunschliste war, war sowieso erhältlich, ganz ohne Kaufalarm. Und da dachte ich, ich greife einfach mal zu und bestelle und habe mich sehr daran erfreut. Ja, es gab auch noch irgendwie Prozente bei Rebuy, sodass ich dann unterm Strich, ich glaube, auch noch knapp 6 Euro gespart habe. Plus am Ende natürlich noch Porto. Aber ich sage jetzt, glaube ich, immer mal ein bisschen was zu den Büchern und natürlich, was sie gekostet haben, was sie regulär gekostet haben. Und dann können wir am Ende ja auch mal kurz überlegen oder durchrechnen, was dann im Grunde auch die Ersparnis war. Ich greife jetzt einfach mal rein. Ich glaube, alle drei Bücher waren sehr guter Zustand. Und wir starten mit dem Buch, ja, was eben auch den Kaufalarm ausgelöst hat, und zwar Meister der Djinn von P. Jelly Clark. Das ist ein Fantasy-Buch, was der Gewinner auch des Nebula Awards war, ich glaube aber schon 20 oder 21. Und ich hatte das jetzt eine ganze Weile auf der Wunschliste und ich hatte es, ich glaube, so Ende des Jahres auch bei ein, zwei Booktubern gesehen und da klang es einfach nur toll. Ich habe jetzt knapp 12,79 bezahlt. Ursprünglich, glaube ich, kostet es 18 und theoretisch müsste man jetzt, glaube ich, noch die 15% abziehen. Aber wie man sieht, ich habe da Minimum 6 Euro gespart und es ist für mich tatsächlich sehr, sehr guter Zustand. Also man sieht gefühlt vielleicht, dass es einmal, wenn überhaupt, gelesen wurde. Also es hat auch keine Rille. Das Einzige, was es vielleicht so ein bisschen hat, ist, dass es halt irgendwo lag. Also das sieht man hier hinten so ein bisschen, aber überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, sehr guter Zustand, definitiv. Wie gesagt, ich würde sogar einmal drauf tippen, dass es nicht einmal gelesen wurde. Ist aus dem Crosscard Verlag und wir sind in Kairo 1912. Und das hat mich natürlich als Ägypten-Fan direkt angesprochen. Vor 40 Jahren schrieb der Mystiker Al-Jahiz Geschichte. Er lüftete den Schleier zwischen dieser und der magischen Welt. Seitdem ist nichts mehr wie zuvor. Eines Nachts werden die Mitglieder einer geheimen Bruderschaft ermordet, die sich ihm verschrieben hat. Der Mörder gibt sich als Al-Jahiz aus. Er sei zurückgekehrt, um das moderne Zeitalter für seine sozialen Ungerechtigkeiten zu bestrafen. Mit seinen gefährlichen magischen Fähigkeiten sorgt er auf den Straßen von Kairo für Unruhe, die sich weltweit auszubreiten droht. Der Fall wird Agentin Fatma zugeteilt. Fatma El-Shah Arawi ist die jüngste Frau, die je für das Ministerium für Alchemie, Verzauberung und übernatürliche Wesen gearbeitet hat. Dennoch ist sie keine blutige Anfängerin. Im letzten Sommer hat sie bereits einmal die Zerstörung der Welt verhindert. Zusammen mit ihren Kollegen vom Ministerium muss sie das Geheimnis um den Mörder lüften, um den Frieden in der Stadt wiederherzustellen. Ist er ein Hochstapler oder ist Al-Jahiz wahrhaftig zurückgekehrt und was sind seine wahren Ziele? Freue ich mich wirklich sehr drauf, in diese Zeit in Kairo, in Ägypten sozusagen zurückzugehen und bin super neugierig. Ich finde, es klingt natürlich so eine Mischung aus Fantasy, Übernatürlichen, aber natürlich auch so ein bisschen Historischen und gleichzeitig auch ein bisschen was, ja, natürlich Ägypten und Kairo. Ich bin sehr, sehr gespannt und bin vor allem sehr neugierig natürlich drauf, ja, hier auch mal einfach was in Ägypten zu lesen. Ich glaube, der Autor ist New Yorker, genau. Er war, glaube ich, genau, er ist kein Ägypter und seine Eltern sind Trinidad und Tobago. Also von daher, ja, leider nichts direkt von dem ägyptischen Autor, aber das muss ja auch gar nicht sein. Aber ich freue mich drauf und freue mich auch über die knapp 6 Euro Ersparnis. Dann ein Buch, wo mich schon der Buchschnitt anlächelt und damit habe ich tatsächlich eigentlich gar nicht gewartet, gerechnet, so muss man sagen. Ja, ein wunderschöner Buchschnitt, sowohl dann auch oben als auch unten. Und es ist Die Abenteuer der Piratin Amina als Sirafi von Shannon Chakraborty. Ein wunderschönes Cover, ein wunderschöner Buchschnitt und ja, ich bin ja gern mal auf hoher See unterwegs. Das Buch kostet ursprünglich 19 Euro, ich habe jetzt 13,89 bezahlt. Also wenn man auch wieder die 15% abzieht, ist man halt bei 12 Euro irgendwas. Dementsprechend auch hier gut 6, 7 Euro gespart. Finde ich absolut in Ordnung, war auch wie neu. Und das muss man hier tatsächlich auch sagen. Auch hier sieht man keine Leserin, kein Knicken.
Also wirklich wunderschöner Zustand. Ich würde, wie gesagt, auch hier sagen, es ist kein Mal gelesen worden. Genau, von der Autorin gibt es ja die Stadt aus Messing, die Devabad-Reihe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das gelesen, aber gar nicht weiter gelesen. Und ja, das ist jetzt eben die Piratin. Und das hat mich halt einfach aufgrund der Piratentatsache irgendwie angesprochen. Denn Amina als Iravi könnte kaum zufriedener mit sich und ihrer Welt sein. Nach ihrer beeindruckenden Karriere als berüchtigste Piratin des Indischen Ozeans, in deren Verlauf sie hinterhältige Schurken, rachsüchtige Handelsherren, mehrere Ehemänner und einen echten Dämon überlebt hat, steuert sie nun auf ruhigeres Fahrwasser zu, abseits von Blut und Tod und vor allem abseits des Übernatürlichen. Doch dann erhält sie ein Angebot, das kein echter Freibeuter guten Gewissens ablehnen kann. Für eine fürstliche Belohnung soll Amina die entführte Tochter eines Kameraden zurückbringen. Die Aussicht auf ein letztes Abenteuer mit ihrer Crew und auf mehr Reichtum, als sie sich je hätte erträumen lassen, lässt sie noch einmal den Anker lichten. Doch schon bald muss sich Amina fragen, ob dieses letzte Abenteuer seinen Preis wert ist, vor allem wenn dieser Preis ihre eigene Seele sein könnte. Und das klingt einfach mega spannend. Zudem mag ich tatsächlich einfach Piratengeschichten super gerne. Ich bin gerne auf hoher See und ja, bei dem schönen Cover und dem tollen Buchschnitt, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, dass der so einen schönen Buchschnitt hat, ja, freue ich mich da sehr, sehr drauf, das für mich zu entdecken. Und das letzte Buch ist schon ein Weilchen auf der Wunschliste, war auch soweit verfügbar und ja, habe ich jetzt eben einfach noch mitbestellt. Ich glaube, man musste auch irgendwie auf 29 Euro mindestens kommen. Und ja, das ist ein Buch von Mira Valentin, Sam Feuerbach und Craig Waters, die ja zusammen auch die Weltenbauer sind. Und ich von ihnen zusammen ja auch mit Hennen und Thorsten irgendwas auch schon die Minen der Macht sehr, sehr mochte. Und ich habe ja auch schon einiges von Mira Valentin gelesen und auch von Sam Feuerbach. Ich glaube, von Craig Waters habe ich noch das mit den Gargoyles in Paris habe ich noch auf dem Sub oder der Wunschliste. Also ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall hören. Und ich habe mir geholt Schattenstaub, die Prüfung, der Auftakt einer Trilogie. Und alle drei haben das auch wieder zusammengeschrieben. Und ich hatte auch erst mit dem Hörbuch überlegt, dachte aber dann, ich glaube, es kostet ursprünglich 15 Euro oder 14,90 und ich habe jetzt keine 10 Euro dafür ausgegeben und dachte, ja, da greifst du zum echten Buch, vielleicht wird das ja auch ein Highlight, selbst wenn ich es dann vielleicht höre, dass ich es ins Regal stellen kann. Ein letzter Herbst vor dem Ende der Welt. Wenn im Winter der Fluss gefriert, wird der Schattenstaub über das Eis kriechen und gierig das verbliebene Land des Kontinents verschlingen. Eine Prüfung, so unerbittlich und tödlich wie dieser Feind, soll Rettung bringen. Die Magier des Lichts suchen nach drei Helden, auf deren breiten Schultern die Hoffnung des ganzen Volkes lasten kann. Drei Recken, die aus den blutigen Spielen hervorgehen, kampferprobt, tollkühn und entschlossen. Bei der Göttin des Lichts, was haben der alte Mönch, die betrunkene Räuberin und der junge Ziegenhirte nur in der Prüfung verloren? Und ja, wissen wir jetzt wahrscheinlich auch schon, wer unsere Protagonisten sein werden. Und natürlich durch drei Autoren, drei Protagonisten, finde ich mega spannend. Und die drei funktionieren definitiv sehr, sehr gut, was Bücherschreiben angeht. Und ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut, dieses Büchlein ein wenig günstiger zu erhalten. Also ja, knapp im Grunde ja auch 5 Euro gespart von daher und natürlich dann noch den Rabatt. Insgesamt habe ich für die drei Bücher nach Abzug, ich glaube, knapp 33 Euro bezahlt. Und wenn ich ja, die Bücher neu gekauft hätte, wäre ich bei 52 gewesen. Und dementsprechend muss ich sagen, ja, knapp 20 Euro gespart, finde ich absolut super und hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ja, drei neue Bücher. Ich freue mich sehr. Sie heben die Stimmung auf jeden Fall ein bisschen. Und ja, mal gucken, wann ich sie denn lese. Gerade die Piratengeschichte, die ruft natürlich förmlich Sommer. Und auch wenn es für mich dieses Jahr nicht nach Ägypten geht, dann vielleicht in Buchform. Ja, schauen wir mal. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Haul, mit dieser kleinen Rebuy-Bestellung. Sagt mir doch gerne, ob ihr gerne gebrauchte Bücher ja, bestellt und ob ihr da bei Rebuy euch auch regelmäßig umschaut. Also ich hatte ja wirklich sehr, sehr viel Glück diesmal mit den Büchern. Sie sehen ja wirklich alle drei wirklich toll aus. Ja, von daher kann ich wirklich auch, ich glaube bei Schattenstaub hatte ich es gar nicht so gezeigt, aber auch da überhaupt nicht irgendwie in Menge, also richtig schön, gefühlt auch nicht einmal gelesen. Also keine Falte, kein Knick, richtig, richtig toll. Ja, aber das war's jetzt auch schon von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich über meine Ausbeute, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.